Herzlich willkommen auf Aktienlust TV. Ja, es ist Mittwoch, der Mick ist bei uns in Fulda im Büro. Wir drehen ja heute unser neues Video zu unserem Börseneinsteigerdienst auf Aktienlust TV in unserem Aktienlust Club. Aber wir nutzen natürlich die Gelegenheit, auch mal wieder über das aktuelle Marktgeschehen zu sprechen. Ja, da kann man ja nur sagen, eigentlich außer Rand und Band, die Technologieaktien, Gold und Edelmetalle, da gibt es kein Halt mehr. Na, es will los, da kann man bei Zeiten wirklich nur mit dem Kopf schütteln, weil auf der einen Seite die Märkte steigen wieder an, genauso aber wie die Neuinfektionszahlen und das vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten. Und hierzulande, ja, da wartet man ja nicht mehr auf die zweite Welle. Nein, da sagt ja so manch ein Ministerpräsident auch, wir sind eigentlich schon mittendrin. Interessiert die Börsianer alle gar nicht, die haben Anlagenotstand und das sehen wir halt eben auch am Aktienmarkt. Genau wie am Gold- oder am Edelmetallmarkt, auch das Thema Silber, ja aktuell gefragt. Wobei, Mick, wir müssen ja schon unterscheiden. Es gibt natürlich Aktien, die kommen ja nicht aus dem Quark. Mhm. Die leiden natürlich unter der Corona-Pandemie. Wir kommen ja heute auch mal auf ein paar DAX-Unternehmen zu sprechen, die jetzt ihre Zahlen präsentiert haben. Da war ja nicht alle so wirklich glänzend. Aber im Technologiebereich, da geht so richtig die Post. Ja, da läuft es wirklich, muss man sagen. Alles, was mit Online zu tun hat, und das haben wir ja letzte Woche auch schon in den Vereinigten Staaten gesehen, an der Nasdaq. Ja, da haben wir natürlich eine Facebook, wir haben eine Amazon, wir haben dementsprechend eine Alphabet als Mutterkonzern, wir haben eine Apple. Die laufen weiter nach vorne und stützen natürlich das Marktsegment, die Nasdaq, die Technologiebörse in den Vereinigten Staaten. Leider haben wir in Deutschland da ein paar Titel zu wenig. Ja, aber wie gesagt, die Stimmung ist auch noch deswegen auch noch gar noch nicht so euphorisch, weil es gibt ja viele Pessimisten und Skeptiker und auch professionelle Investoren, die diese Rallye, die da überhaupt nicht über den Weg trauen und die noch mit viel Geld am Seitenrand waren. Deswegen hier Fear and Greed Index natürlich durch die Anstiege jetzt wieder gestiegen, 68%. Aber das ist alles andere als jetzt euphorisch, damit das wirklich gefährlich ist vom Sentiment. Da müssen wir wenigstens wieder über die 80% gehen. Also da ist noch ein bisschen Rückenwind und das könnte durchaus dafür sorgen, dass wir jetzt vor der nächsten Korrektur vielleicht doch nochmal auch im DAX, im S&P die Höchststände in Angriff nehmen. Dazu müssten aber auch die Zahlen präsentieren. Heute war ja im DAX einiges los. Ja, es ist einiges los momentan. Diese Woche alleine 14 DAX-Konzerne, die da ihre Zahlen ausbreiten. Und da schaut man natürlich ganz genau hin. Da haben wir natürlich Corona-Gewinner und Corona-Verlierer drin. Ja, und die aktuelle Markteinschätzung, da lassen wir sie mal unter dem Begriff gedämpftem Optimismus laufen. Auf jeden Fall Optimismus mit dabei. Also, wie Jürgen richtig sagt, es ist jetzt keine überbordende Euphorie im Markt und das ist ja letztlich soweit auch gut. Ja, wer hat heute alles präsentiert? Oh, wir hatten BMW, wir haben die Deutsche Post gehabt, wir haben Vonovia, wir haben Continental, wir hatten Allianz mit dabei. Also wirklich Dickschiffe, die durchaus halt eben unterschiedlich ihre Zahlen präsentiert haben. Die Deutsche Post ist relativ gut durch die Corona-Krise gekommen. Klar, wurden ja auch genügend Online-Bestellungen getätigt und dementsprechend hat natürlich die Deutsche Post hier ordentlich ausgeliefert. Da hat man mehr verdient sogar noch als im Vorquartal, 3,1% auf 16 Milliarden Euro hat man das Ergebnis raufgeschraubt. Ja, bei der Allianz muss man sagen, die war natürlich schon so ein bisschen G und B drückt. Klar, wir hatten Betriebsunterbrechungen und vor allen Dingen der Ausfall von vielen, vielen Veranstaltungen, unter anderem Großveranstaltungen. Das kostet letztlich natürlich die Allianz Gewinneinbruch minus 19% auf 2,6 Milliarden Euro. Aber im zweiten Halbjahr ist die Allianz schon wieder ein bisschen zuversichtlich. Da schauen wir ja mal ganz besonders drauf. Der Ausblick ist den Börsianern ja wichtig. Continental leidet sowieso natürlich unter der Absatzschwäche im Automobilsektor. Klar, als Zulieferer hat man es da nicht leicht. Verlust 741,6 Millionen Euro nach einem Gewinn im Vorquartal vom vorletzten Jahr 484,6 Millionen. Und weitere Einsparungen hat Continental sowieso beschlossen. Fährt man ja aktuell auch ein Restrukturierungsprogramm. Ja, und dann hatten wir noch Vonovia. Ja, nun, der Wohnmarkt, der geht natürlich immer. Ja, Vonovia hat zudem die Mieten nochmal angehoben, also nochmal gesteigert. Man hat neue Wohnungen gebaut, nicht ganz so viele, wie man wollte. Aber unterm Strich muss man sagen, also Vonovia sicherlich auch einer der Krisengewinner. Also das ist ja die besagte Flucht in Sicherheit, ist Flucht in Sachwerte. Und das geht eben auch am Immobilienmarkt nicht vorbei. Und davon profitiert
eben eine Vonovia. Bei einer Allianz mache ich mir auch keine Sorgen. Der Gewinneinbruch 20%, klar, es gab natürlich Ausfälle. Aber Dividendenzahler, das ist natürlich auch etwas, was die Leute jetzt suchen, Dividendenaktien. Und da ist man bei einer Allianz definitiv richtig zu Hause. Ja, und natürlich, wir müssen über die Autobauer sprechen. Ja. Wir sollten nochmal BMW da uns anschauen. Ja, wie gesagt, natürlich deutlicher Gewinneinbruch. Aber man will natürlich im Ausblick mehr die Elektromobilität wieder in Angriff nehmen. Aber ist da der Zug dann nicht schon abgefahren? Ja, ich weiß es auch nicht so genau. Man sagt ja auch immer, man nimmt die in Angriff. Aber ich sehe den Angriff jetzt noch gar nicht so richtig deutlich, muss ich sagen. Man hat zwar das ein oder andere Auto da auf der Straße, aber viele sieht man davon nicht, die tatsächlich hier ein BMW-Logo tragen. Dann sind es halt eben vielfach Hybrid. Ja, und da sage ich, das ist ja sowieso mehr Schummelei, weil alle, die ein Hybrid haben, die tanken auf der anderen Seite auch. Und wenn der Strom nach 50 Kilometern leer ist, ja gut, dann wird halt eben weitergefahren mit Diesel oder mit Benzin. Also da bin ich doch sehr, sehr vorsichtig, muss ich sagen. Ja, und wenn wir uns den Chart anschauen, das sieht auch alles andere bis jetzt als gut aus. Also damit man wirklich da mal wieder zuversichtlich sein kann, da muss die BMW-Aktie die Widerstände bei 60, 70 Euro mal irgendwann in Angriff nehmen, damit das wieder besser aussieht. Und bis dahin bleibt es natürlich dabei. Wie entwickelt sich der Automarkt? Ja, die E-Mobilitätsauto, Tesla, NIO, wie sie alle heißen, BYD, da kommen wir nachher auch gleich noch darauf zu sprechen. Ja, da ist natürlich momentan Höhenluft. Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, ich meine, die Amerikaner, die sind natürlich wie die Chinesen auch, die nutzen die Corona-Krise auch, von der Wirtschaft her andere aufzukaufen. Ja, das kann natürlich auch hierzulande passieren, wobei BMW natürlich mit der Quant-Familie einen Anker-Aktionär hat, aber keine Ahnung, wie das da weitergeht. Und wenn es vielleicht noch einen zweiten Lockdown gibt, ja, dann kann es eng werden und wer weiß, was uns da noch alles im Land oder ins Haus steht. Wir werden sehen. Ja, aber auch in den USA gibt es natürlich trotzdem Unternehmen, die unter der Corona-Krise leiden. Disney hat jetzt Zahlen gebracht. Ja, natürlich erwartet, schlecht ausgefallen. Ja, wenn die Vergnügungsparks und alles zu hat, dann kann man da keinen Umsatz erzielen. Nein, kann man keinen Umsatz machen. Ja, die Vergnügungsparks, das war natürlich immer eine Bank, eine Cash-Cow natürlich für Walt Disney. Genauso wie man ja auch Beteiligungen hat an diversen Kreuzfahrtschiffen. Bloß die sind ja auch noch nicht auf der See unterwegs. Und dann hat man natürlich klar seinen neuen Channel Disney Plus. Ja, wo man ja so ein bisschen dementsprechend gegen Netflix und gegen Sky und alle anderen Bezahldienste vorgehen will. Aber da kommt noch kein Geld rein. Da hat man zwar einiges an neuen Kunden gewonnen, aber so richtig verdienen tut man da aktuell noch keinen Dollar. Trotzdem, die Anleger in den USA gestern nachbörslich haben sie die Aktie 4% hochgetrieben. Vielleicht die 57,5 Millionen Abonnenten von Disney Plus. Das ist vielleicht ein Fingerzeig. Und natürlich, man wartet ja auch darauf, dass der Impfstoff kommt und dann auch die Vergnügungsparke wieder geöffnet werden. Und dann ist Disney natürlich insgesamt gut aufgestellt. Also das ist sicherlich eine Turnaround-Spekulation nach wie vor. Und wenn wir uns den Chart anschauen, so ganz übel sieht das ja gar nicht aus. Wir konsolidieren da im Bereich von 120 Dollar, 115 Dollar. Und wenn wir mal darüber rausschießen wieder, dann sind natürlich die alten Hochs da auch wieder in Reichweite. Ja, und jetzt zum Schluss unserer heutigen Sendung. Die Niki hat uns ja am letzten Freitag ein bisschen aufs Korn genommen, hat sich ihrer Tele Columbus da gerühmt und hat gesagt, in den Zockerdepots, da wäre sie an uns vorbeigezogen. Und da haben wir heute mal nachgerechnet, haben mal geschaut. Und also grundsätzlich ist die Niki gut unterwegs. Ja. Und wir sehen es ja hier, wir blenden mal unsere Zockerdepots auch ein. Immerhin seit Jahresbeginn, und das muss man sagen, plus 23% bei ihrem Depot. Klar, die Tele Columbus gut gestiegen. Momo jetzt zuletzt ausgestoppt. Da ging es ihr genauso wie bei mir eben mit Luck & Coffee. Sie kam mit einem Minus da von 40% noch raus. Bei mir hat es ja damals mit fast 80% reingeschlagen. Aber eine Aktie sticht da natürlich ganz klar noch oben raus. Das ist Pinduoduo. Und da geht es natürlich um das Thema E-Commerce. Ja. Ganz wachsende Plattform im Schatten von JD und Alibaba. Da ging es ordentlich nach oben. Und wenn wir uns auch hier den Chart anschauen, natürlich traumhaft. Ja, also
The sky is the limit, kann man da nur sagen. Muss man fairerweise sagen, er hat sie aufs richtige Pferd gesetzt. Und Sie dürfen nicht vergessen, meine Damen und Herren, wir haben das Zockerdepot vor Corona begonnen. Also wir hatten genauso wenig Ahnung wie jeder andere Marktteilnehmer auch, aber da hat sie sich wirklich einen tollen Wert ausgesucht und da liegt sie auch mit 140% im Plus. Also das ist schon sehr ordentlich. Aber, Mick, Kompliment, der Einzige hier im Bunde, der alle 5 Titel im Plus hat, insgesamt 41% zur Stunde, Und da ist natürlich einiges dabei, was uns gefällt, wie eine Flatex, tolle Entwicklung. Ja, ich muss auch sagen, ich bin da ein bisschen deutschlandpatriotisch geblieben. Okay, ich habe auf BYD gesetzt in Asien, weil ich dachte, da kann ein bisschen was gehen. Da ist ein bisschen was gegangen, aber Flatex hat sich hervorragend gemausert. Da kam mir zum Beispiel die Corona-Krise natürlich zu Pass, weil viele, viele junge Leute während Corona sich für die Börse interessiert haben und somit auch Konten eröffnet haben. Und das natürlich bei der Flatex. Und deswegen die Aktie gut am Laufen. Dann mein alter Standardwert, alles, wenn es um Bausoftware, Ingenieursoftware geht, Nemetschek, die ist nicht exorbitant gelaufen, aber stabil geblieben. Ja, und einen Wert, den ich seit Börsenbeginn, und das ist ja noch gar nicht so lange her, auf der Watchlist habe, war TeamViewer. Ja, und TeamViewer ist natürlich klar, in Corona-Zeiten, wo keiner den anderen besuchen durfte, keine Techniker aus dem Haus durften, war natürlich das Programm von TeamViewer exorbitant wichtig. Also im Grunde genommen zwei Corona-Profiteure in deinem Portfolio. Muss ich sagen, Gutes Näschen, muss man sagen. Also bei mir sieht es so schlecht auch nicht aus bislang. Ja, 43%. Ich habe noch ganz knapp die Nase vorn. Ja. Mhm. Und wenn ich im Nachhinein denke, ich habe damals überlegt, Luckin Coffee oder Jumia Technology, ist ja die amerikanische Amazon. Mhm. Ja, da habe ich so ein bisschen geschwankt. Beides Zockerwerte mit Jumia wäre ich wahrscheinlich sogar ausgestoppt worden. Wirklich? Im Tief im März auf $2 gefallen. Oh. Und die letzten Handelstage ging es auf über $20 hoch. Ja. Also Wahnsinn, gestern, okay, Schlusskurs auch wieder $16, aber da würde ich natürlich fett im Plus liegen. Aber wie gesagt, wahrscheinlich wäre ich vorher ausgestoppt. Aber natürlich mit Kinross Gold. Bist du ganz weit vorne. Alle Gold gerade gefragt natürlich. Natürlich hat er gute Zahlen vorgelegt. Gold ist natürlich in aller Munde. Und Bilibili natürlich auch ein Profiteur der Corona-Situation. Streaming-Plattform natürlich in diesen Zeiten. Es wird alles hoch und runter gestreamt. Da wird natürlich auch Livestreaming kommt da dazu, wenn man über Online-Spiele und so weiter, wenn da andere zocken und man schaut dazu. Also da ist Bilibili gut positioniert. Ja, und Intel ja natürlich im Bereich Biotechnologie, das sah sogar zwischenzeitlich mal deutlich besser aus. Ja, aber wer weiß, das Jahr dauert ja noch ein bisschen und bis zum Jahresende bleibt das Rennen natürlich spannend und wir wollen die Nicole auf keinen Fall abschreiben. Nein, 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 auch wenn sie momentan eher hinten liegt, aber mein Gott, jeder hat ja noch so ein bisschen Nachholpotenzial. Wir haben ja noch ein paar Monate vor. So sieht's aus und von daher auf jeden Fall spannendes Rennen. Wir werden sie natürlich weiter am Laufenden halten. Und das war's dann auch schon für heute für Sie. Ein paar Anregungen dabei. Und natürlich, wir bleiben für Sie am Ball, Zahlen auf Zahlen. Wir werden noch einiges aufzuarbeiten haben, die und die nächste Woche. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.